Ich habe bemerkt, dass man, bevor man manchmal jemanden einen Besuch abstattet, in demütiger Haltung 2 Minuten versinken sollte, damit man sich aufschließt, das Einfühlungsvermögen stärkt. Das kann sein, dass man kurz innehält und über Wesentliches nachsinnt und über die Person die man gerade besuchen kommt. Das heißt, dass man vor kurz in sich kehrt und diese Bildersprache, also das Auge irgendwo, das innere Auge, das Herz, den Verstand, also dass man sagt, dieses Auge, das ja nicht nur das Sehen ist also das Optische, ist das auch wie ein Herz auf der Handfläche, also mit dem Verstand verknüpft ist. Also dieses Herz, der Kern auch eines Apfels, aber auch die inneren Gemächer des Herzens, also dass immer wieder diese Connections, dass die der Informatik als eine Pflicht, das zu beobachten. Also die Feuerzungen, der Heilige Geist, die Frucht, die Wirklichkeit, also das, was man prüfen kann, das realisiert worden ist, das reine Gewissen dazu habend und die offene Hand, das offene Herz, das Zuhören, das zukommen lassen. Schön. Das ist ein Kunstwerk. Das ist die Kapelle, die Galler Straße. Und das behütet werden von der Obrigkeit über dem Firmament zu sagen. Das Einfühlen vor der Visite.